Hallo, mein Gast heute ist Etuna. Sie hat sich bei mir in der Galerie vorgestellt vor ein paar Wochen. Sie wohnt auch hier in der Könneritzstraße und hat mir ihre Radierungen und Linolschnitte mitgebracht, die mich gleich begeistert haben. Und heute habe ich sie zum Interview eingeladen und stelle ihr ein paar Fragen. Hallo Etuna. Hallo Susan. Erzähl doch mal, was du bisher gemacht hast und wie es dazu kam, dass du nach Leipzig gekommen bist. Ja, gerne. Ich komme aus Russland. Ich bin in Moskau geboren. Und ich habe in drei Kunststudien studiert. Das war in Georgien. Dort habe ich Grafik und Malerei studiert. Und am letzten Jahr habe ich mein erstes Kunstbuch gemacht. Das war auch in Georgien. Und ich habe in zwei Werkstätten in Russland gearbeitet. Dort habe ich eine Serie von Radieren gemacht und auch Linolschnitte. Warum liebst du so sehr Druckgrafik und möchtest unbedingt drucken? Seit Kindheit ich habe ich diese Welt als schwarz und weiß gesehen, also ohne Farben. Und ich liebe sehr mit kleinen Details arbeiten. Und ich bin von Rembrandts Radieren inspiriert. Und deshalb möchte ich Drucktechnik machen. Wenn du sagst, ich habe nur schwarz und weiß gesehen, heißt das wirklich, genau, dass du nur schwarz-weiß siehst? Oder heißt das, du hast die Farben ausgeblendet? Das ist meine Fantasie. Hm, ja. Diese Radierung von dir, du hast gesagt, die ist von Rembrandt inspiriert. Wie genau meinst du das? Ich habe diese Skizze zuerst in Georgien gemacht, in den Bergen. Und dann ich habe diese Radierung in Russland gemacht, in Rembrandts Stil. Und ich möchte auch gern im Januar eine neue Serie von Radierungen machen, auch in diesem Stil. Mhm. Als Vorbereitung gleich für deine, ja, Mappe für die Bewerbung. Genau. Du bereitest dich ja jetzt auf deine Bewerbung vor. Und erzähl mal, was du in der Zeit jetzt in dem Jahr noch machen möchtest hier in Leipzig oder tust. Ja, und wie deine Pläne für die Zukunft aussehen. Jetzt arbeite ich als Tätowiererin. Aber ich arbeite nur im Grafikstil, wie auch Radierungen und Linolschnitten mit kleinen Details. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und in Zukunft, ich möchte hier studieren. Und ich möchte Buchillustrationen machen. Mhm.